Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kipus Paranormal Scanner. Heute beschäftige ich mich mit einem Video, das außer dem Mond noch seltsame Objekte zeigt. Vielen Dank an die YouTuberin Blonde Paprika für diesen Tipp. Die originalen Videoquellen findest du, wie immer, in der Videobeschreibung. Filmdaten. Das Hochladedatum war am 9.07.2011. Dieses Video hat über 1 Million Klicks verteilt auf 2 Videos. Die Auflösung ist HD, also 1280x720 Pixel bei 23 Bildern pro Sekunde und die Datenrate beträgt über 1500 Kilobits. Die Dauer beträgt ca. 1 Minute. Filminhalt. Der amerikanische YouTuber Flaxius testete seine neue Kamera und filmte dazu auch mit maximalem Zoom den Mond. Als er sich später die Aufnahmen auf dem Monitor ansah, entdeckte er mehrere Objekte, die vor dem Mond umherflogen. Die deutsche YouTuberin Alice Asteroid lud das Video ebenfalls hoch und die Kommentare waren voll mit Hinweisen, was diese Objekte sein können. Satelliten auf der Erde oder Satelliten auf dem Mond, Meteoroide, Weltraummüll, Insekten, Vögel und natürlich UFOs mit Außerirdischen oder doch nur ein Fake. Logik. Diese Dinger müssten einen Durchmesser von mehreren Kilometern haben, wenn sie tatsächlich dicht vor dem Mond vorbeifliegen. Dass es dann nur ein YouTuber mit seiner Hobbykamera aufgezeichnet haben soll, ist wohl mehr als unwahrscheinlich. Aber irgendetwas muss dort herfliegen. Filmanalyse. Das Video war echt eine harte Nuss, die es zu knacken galt. Aufgrund der guten Videoqualität war eine Filmanalyse möglich, aber ich musste letztlich feststellen, dass dieses Video nicht gefaked ist. Es ist echt. Wenn diese Objekte tatsächlich vor dem Mond hergeflogen sind, egal ob UFO oder Meteorit, müssten sie mehrere Kilometer groß sein. Das konnte ich mir kaum vorstellen. Also analysierte ich weiter zurück. Die Objekte müssen näher sein. Außerdem, der Mond wackelt durch den extremen Zoom, diese Objekte aber nicht. Satelliten schloss ich ebenfalls aus, da es einfach zu viele in zu kurzen Abständen waren. Noch weiter zurück. Vögel in der Nacht würden nicht so aufleuchten. Noch weiter zurück. Insekten würden ebenfalls nicht als helle, scharfe Flecken erscheinen. Noch weiter zurück. Staub vor der Kamera würde nicht solch gleichmäßige Bahnen ziehen. Konnte auch nicht sein. Noch weiter zurück. Mikrokratzer auf der Frontlinse der Kamera oder Dreck konnten es auch nicht sein. Die würden nicht immer die gleiche Form haben und sich anders spiegeln. Irgendwann kam mir die Erleuchtung. Diese Objekte bewegen sich gar nicht. Nur der Mond bewegt sich. Wenn man das linke Video vergrößert und die Objekte markiert, sieht man es eindeutig. Es ist nur eine scheinbare Bewegung. Hier bewegt sich nur der Mond. Alle Objekte sind exakt gleich groß und bewegungslos. Das Einzige, was sich hier nicht bewegt, ist die Kamera. Was ist bei jeder Kamera exakt gleich groß? Die Pixel auf dem Chip. Ich habe meine Reise von der Mondoberfläche bis ins Innere der Kamera beendet. Es sind Pixelfehler. Bei starker Vergrößerung erkennt man sogar, dass diese Objekte nahezu quadratisch sind. Ist ein Pixel defekt und das Licht des Mondes nähert sich dem defekten Pixel, gibt es im Kompressionsalgorithmus einen Artefakt, der wie ein UFO aussieht. Ein ganz einfaches Phänomen, welches jeder, der bei einer Kamera mit Pixelfehler verfügt, nachprüfen kann. Okay, der Kompressionsalgorithmus sollte ähnlich arbeiten wie dieser, der die schönen UFOs erzeugt. Nochmal. Dieses Video ist eindeutig echt, zeigt aber leider keine UFOs. Falls es dir gefallen hat, Daumen hoch. Wenn du keine neuen Videos von mir verpassen möchtest, solltest du auf das Abo-Knöpfchen drücken. Zu niveauvollen Diskussionen in den Kommentaren bin ich gerne bereit. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video von Kipus Paranormal Scanner. Hier in der Mitte kannst du auf das Abo-Knöpfchen drücken und vielleicht findest du rechts und links noch weitere interessante Videos für dich.